Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich bei der Serie Magie der Pflanzen. Heute geht es um die Lorbeere, der Baum der Weissagung. Und gleich geht's los. Der heilige Baum der Lorbeere, auch Baum der Weissagung, wurde Apollo geweiht, der ja auch als Gott der Weissagung bekannt ist. Und diese Kraft, die in diesem Lorbeer innewohnt, hat man auch bei dem berühmten Orakel von Delphi zu schätzen gewusst. Damals sind dazu die Lorbeerblätter verbrannt worden und die Asche hat man dann unter die Zunge gelegt, um in einen anderen Bewusstseinszustand zu gelangen. Auch heute wird die Lorbeere noch in Orakelmischungen verwendet und hat auch in der Tradition ihren festen Platz. Es gibt auch bei uns einige Bräuche, die erhalten geblieben sind, bei Menschen, die sich mit Magie der Pflanzen beschäftigen. Zum Beispiel, das eine ist, man schreibt auf der Rückseite des Blattes einen Gegenzauber aus für Krankheiten. Das heißt, zum Beispiel, wenn man lungenkrank ist, könnte man eine starke Lunge draufschreiben oder bei Kopfschmerzen einen klaren Kopf, wie auch immer. Also man schreibt so den Gegenpol darauf und verbrennt dann das Lorbeerblatt. Man sagt auch, dass wenn man in der Nacht von Valentinstag, leider schon vorbei, ein Blatt unter den Kopfpolster legt, erscheint dann im Traum der zukünftige Partner. Es wird auch für Liebesorakel verwendet. Doch das ist nicht alles. Man sagt dem Lorbeer auch Kraft zu, er spricht ihm zu, Macht zu, und wir kennen alle sicher diesen Lorbeerkranz für die Sieger. Also Lorbeer soll auch Macht verleihen, Erfolg verleihen und gilt auch als Erfolgspflanze, was auch erklärt, dass es hilfreich sein soll, wenn man ein Lorbeerblatt bei Verhandlungen oder schwierigen Gesprächen einsteckt. Ja, und der Lorbeer ist natürlich auch in der Küche bekannt als Gewürz. Wir wissen auch, dass das ätherische Öl vom Lorbeer sehr gut bei Verspannungen, bei Muskelverspannungen ist, bei Schmerzen ist. Also da wird das Öl sehr geschätzt. Ist auch Verdauung für die Verdauung eine gute Sache, kann auch bei manchen Arten von Kopfschmerzen sehr hilfreich sein und ja, schmeckt auch ganz gut. Jeder wird sicher von euch Lorbeerblätter zu Hause haben und es auch in der Küche verwenden. Man kann auch einen Trennungszauber damit machen. Wenn man von einer Person nicht loskommt, dann schreibt man auf ein Lorbeerblatt auf die eine Seite zum Beispiel den eigenen Namen und auf die andere Seite den Namen der Person, von der man nicht loskommt. Also wenn so Verstrickungen sind, so Abhängigkeiten und Hörigkeiten. Und dann reißt man dieses Blatt in der Mitte auseinander und verbrennt es oder schmeißt es in ein fließendes Wasser. Das sollte eine wirkungsvolle Trennung bewirken. Ihr seht, diese Magie von der Lorbeere ist recht umfangreich. Also zum einen kann es die hellseherischen Fähigkeiten verstärken in Räucherungen. Es hilft auch beim Meditieren, also in einer Räuchermischung, wenn ihr anschließend meditiert, ist es auch recht hilfreich, denn der Lorbeer öffnet gewisse Zentren im Kopf und da fällt es dann leichter, sich
mit dem Göttlichen oder mit der Anderswelt zu verbinden und es fällt uns dann auch leichter, Botschaften zu empfangen. Also es ist auch bei Channelings eine hilfreiche Pflanze, um klare Botschaften zu bekommen und auch, wie gesagt, für Weissagungen. So, ich hoffe, ich habe euch diesen schönen Baum etwas näher bringen können und ihr habt erkannt, dass er nicht nur in der Küche wertvoll und gut ist und für die Gesundheit, sondern dass er auch einige Geheimnisse in sich birgt. Schön, dass du mir wieder zugehört hast. Danke, dass du dabei warst. Mein Name ist Lydia Gruber. Wenn du es noch nicht getan hast, bitte abonniere meinen Kanal. Und aktiviere auch die Glocke, damit du immer verständlich bist, wenn es eine neue Nachricht von mir gibt. Danke und wie immer wünsche ich dir alles Gute und sei glücklich.